Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Rudi Zerne für den Sport. Hallo, schönen guten Abend. Wir haben unter anderem diese Themen für Sie. Bund prüft Taurus-Lieferung. Die Debatte um deutsche Lenkflugkörper für die Ukraine nimmt Fahrt auf. Trotz des Krieges und aller Sanktionen, Russland startet eine Mondmission und will dort als Erster am Südpol sein. Und Überraschung im Viertelfinale, Schweden wirft die hochgelobten Japanerinnen durch einen 2:1-Sieg aus der WM. Seit Wochen bittet die Ukraine Deutschland um Waffen des Typs Taurus. Bislang zögert der Bundeskanzler auch aus Sorge vor einer weiteren Eskalation. Die Bundesregierung prüft allerdings schon Lieferungen aus Beständen der Bundeswehr. Der gut 5 Meter lange Taurus startet von einem Flugzeug aus. Stückpreis knapp 1 Million Euro. Der Lenkflugkörper kann mit Hilfe von Sensoren und Navigationssystemen Ziele in weiter Entfernung punktgenau treffen. Und Taurus hat einen eigenen Jetantrieb. Damit kann er auch unterhalb des feindlichen Radars fliegen und rund 500 Kilometer zurücklegen. Genau um diese Reichweite geht es in der aktuellen Debatte. Andreas Huppert. Irgendwo im ukrainischen Kriegsgebiet. Aufnahmen des russischen Militärs zeigen Angriffe auf Verteidigungsstellungen. Der Frontverlauf stockt. Keine Seite scheint dabei momentan Erfolge zu erzielen. Auch deshalb erhofft sich die Ukraine mehr modernes Kriegsgerät. Das deutsch-schwedische System Taurus steht ganz oben auf der Liste. Durch die große Reichweite könnte die Ukraine mit Taurus auch russisches Territorium angreifen. Es ist eine Frage des Vertrauens in die Ukraine, dass sie die Ziele bekämpft, die nötig sind. Und das bedeutet ein Abschneiden der russischen Versorgungslinien von der Krim. Das kann Taurus viel besser als alles andere. Der Kanzler hält sich bislang bedeckt, von ihm noch keine Ansage. Teile seiner Partei wollen Taurus lieber nicht liefern. Besonnenheit ist, glaube ich, besonders gefragt. Wir haben nämlich nicht nur das Interesse, die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen, das tun wir, sondern darüber hinaus auch Eskalationen zu vermeiden, darauf zu achten, dass wir nicht hineingezogen werden, weder als NATO noch als Deutschland. Diskutiert wird auch, ob man Taurus in einer Variante abgibt, bei der die Reichweite technisch eingeschränkt wird. Militärexperten halten das für unsinnig. Das wird ja letztendlich nicht vom Boden gestartet, sondern von einem fliegenden Waffensystem. Wie will ich denn eine F-16 oder MiG irgendwas daran hindern, mich irgendwo in den Luftraum zu bewegen und von dort abzuschießen? Im ZDF-Interview hat heute die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin zugesagt, Taurus nur auf ukrainischem Territorium einzusetzen. In diesem Krieg akzeptiert die Ukraine die Normen des internationalen Rechts, wie Kriege zu führen sind. Das bedeutet, dass die Ukraine sich nur auf ihrem Territorium verteidigt. Unser strategisches Ziel ist die Befreiung unserer von den Russen besetzten Gebiete. Ob eine deutsche Zustimmung für die Taurus-Lieferung kommt, ist offen. Sicher ist, der Krieg in der Ukraine geht weiter. Mehr zur Taurus-Debatte gibt's bei ZDF heute live. Dort antwortet ab 19.30 Uhr der Militärexperte Ralf Thiele auch auf Ihre Fragen. Zu sehen in der Heute-App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Eine neue Mondmission mitten im Krieg. Damit will Moskau zeigen, dass es trotz der westlichen Sanktionen in der Lage ist, wissenschaftliche Großprojekte durchzuziehen. Zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert ist aus Russland wieder eine Sonde Richtung Mond gestartet. Das soll an die früheren Erfolge der Raumfahrtnation anknüpfen. Armin Körper. Es ist 8:50 Ortszeit, als die Rakete startet vom neu gebauten Weltraumbahnhof Wostochny im fernen Osten des Landes. Allen westlichen Sanktionen zum Trotz macht sich Russland nach fast 50 Jahren wieder auf die Reise zurück zum Mond. Lassen Sie uns ehrlich sein. Die Flüge zum Mond hatten doch immer eine politische Komponente. Nun, wer da der Erste ist, der ist sozusagen besser als jene, die die Zweiten sind. 2-mal nimmt Luna 25 Schwung rund um die Erde und macht sich dann auf den Weg Richtung Mond. Schwenkt nach etwa 4 Tagen auf dessen Umlaufbahn ein. Landen soll sie in der wenig erforschten Südpolregion.
Die liegt immer im Schatten, ist sehr uneben und voller Krater. 6 Tage nehmen sich die Russen Zeit, um den besten Landepunkt zu finden. Wir suchen einen neuen Landeplatz, wo niemand je gewesen ist. Ich hoffe, dass wir die Ersten dort sein werden. 12. April 1961. Mit dem Russen Juri Gagarin schickt die Sowjetunion den ersten Menschen ins All und schreibt Geschichte. Daran erinnert auch Präsident Putin am Jahrestag, als er nach dem Ende der Zusammenarbeit mit den Europäern große Ziele verkündet für das Jahr 2040. Wir wollen eine eigene Raumstation als Außenposten unseres Landes im All. Doch all die irdischen Herausforderungen dürfen wir trotzdem nicht vergessen. In etwa 10 Tagen soll die Sonde auf dem Mond landen. In Zeiten größter Verunsicherung sucht Putins Reich die Vergewisserung seiner selbst in den unendlichen Weiten des Weltraums. Hawaiis Gouverneur spricht von der wohl schlimmsten Katastrophe in seinem Bundesstaat. Mindestens 55 Menschen starben bei den verheerenden Bränden. Die Inselgruppe liegt vom amerikanischen Festland, rund 5 Flugstunden entfernt im Pazifik. Besonders betroffen ist Maui, die zweitgrößte Insel. Dort haben die Flammen die alte hawaiianische Königsstadt Lahaina fast vollständig zerstört. Nun beginnt die Suche nach Vermissten und das Bergen der Toten. David Sauer. Julie Lundy und ihre Familie an ihrem Haus und Grundstück. Oder dem, was davon übrig ist. Bislang wussten sie nicht, steht ihr Haus noch? Leben die Nachbarn? Es ist das erste Mal, dass wir zurückkommen und wissen, dass unser Haus abgebrannt ist. In den letzten Tagen haben wir nichts erfahren. Es gab keine Information. Spuren dessen, was vor dem Inferno mal Alltagswelt war. In Minuten nahm das Feuer sich hier alles, mehr als 1700 Heime und vor allem viele Menschenleben. Candy Olafsson hat alles verloren, aber sie lebt. Ihre Nachbarn haben es nicht geschafft. Es wurden Menschen gefunden, die sich gegenseitig festhielten. Das Feuer hat sie umzingelt, bevor sie es rausschafften. Die Uferpromenade. Auf der Flucht vor den Flammen mussten viele ihre Autos zurücklassen. Praktisch kein Gebäude ist mehr bewohnbar. Auf vielen hundert Metern bleiben nur Häuserskelette und glimmende Asche. Um Hilfe zu erleichtern, hat das Weiße Haus den Katastrophenfall ausgerufen. Wir stellen Ressourcen des Bundes bereit, um schnell vor Ort zu sein und die Hilfe zu unterstützen, die für den Wiederaufbau nötig ist und zur Unterstützung der Menschen vor Ort. Wem nichts geblieben ist, der findet in Notunterkünften Zuflucht. Hier gibt es zumindest Wasser, Essen, Decken. Nicht ganz Maui ist betroffen und der Zusammenhalt nach der Katastrophe ist groß. Wer helfen kann, bringt es hier denen, die es brauchen. Die Ermittlungen gegen seinen Sohn Hunter werden für den amerikanischen Präsidenten Joe Biden möglicherweise zu einem größeren Problem im Wahlkampf. Das Justizministerium hat jetzt einen Sonderermittler eingesetzt. Eigentlich geht es in den laufenden Ermittlungen gegen Hunter Biden um Steuerhinterziehung und illegalen Waffenbesitz. Die oppositionellen Republikaner werfen ihm auch vor, die wichtige Stellung seines Vaters in der Vergangenheit für Geschäfte unter anderem in der Ukraine und in China ausgenutzt zu haben. Jetzt nach Großbritannien. Das staatliche Gesundheitssystem dort ist chronisch unterfinanziert und unterbesetzt. Das schafft Frust bei Beschäftigten und Patienten. Denn 7,6 Millionen Menschen stehen auf der Warteliste für eine Routinebehandlung im Krankenhaus. Von ihnen warten rund 380.000 schon länger als ein Jahr. Und jetzt streiken auch noch die Assistenzärzte. Ihr Anfangsgehalt liegt umgerechnet bei 2.500 Euro im Monat. Ihre Forderung 35% mehr. Luke Walpott berichtet. Sie wollen eine faire Bezahlung. Es ist bereits der 5. Streik der Assistenzärztinnen und Ärzte seit März dieses Jahres. Aufgeben wollen sie erst, wenn ihre Forderung nach 35% mehr Gehalt erfüllt ist. Gleich nebenan in Irland sind die Ärztegehälter doppelt so hoch wie hier in England. Der Ärztestreik ist nur ein sichtbares Zeichen für die vielen Probleme im staatlichen Gesundheitsdienst NHS. Chronische Überbelastung, teils marode Infrastruktur, mangelnde Finanzierung. Der Brexit, so hatte Ex-Premier Johnson versprochen, werde mehr Geld für den NHS bringen. Das war nicht der Fall. Derzeit sind allein 8.700 Arztstellen und 43.000 Pflegejobs unbesetzt.
Der Gesundheitsminister will dem Tarifstreit nicht nachgeben. 8,8% hat er angeboten. Bei einer Inflationsrate von 8% gerade ausreichend, um keine Reallohnverluste hinzunehmen. Wir haben ein faires Angebot unterbreitet und alle Empfehlungen der unabhängigen Gehaltskommission übernommen. Die Gewerkschaft sollte die Streiks jetzt beenden. In der Bevölkerung gibt es mehrheitlich Unterstützung für eine bessere Ausstattung des NHS und damit auch für höhere Gehälter des Ärztepersonals. Kritisiert werden jahrelange Budgetkürzungen der konservativen Regierungen. Mit jeder konservativen Regierung werden die Wartelisten länger. Sie lassen den NHS verkommen und fördern amerikanische Gesundheitskonzerne. Sie finden Geld für Kriege, dann sollen sie auch Geld für die Ärzte finden. Ganz einfach. Die wiederkehrenden Streiks haben bislang Kosten von umgerechnet mehr als 1 Milliarde Euro verursacht. 4 Tage soll der Ausstand diesmal dauern. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Egal ob Bierabsatz oder Geburten, das Statistische Bundesamt liefert für fast jeden Bereich Zahlen. Es erfasst, wie viele Geringverdiener es gibt, wie stark die Preise steigen, wer nach Deutschland kommt. Gerade in Zeiten von Fake News eine extrem wichtige Quelle. Zum 75. Geburtstag heute kam auch der Bundeskanzler. Peter Theissen berichtet. Die Elektronengehirne des Statistischen Bundesamtes errechnen die sozialen Leistungen unserer Wirtschaft. Daten und Fakten sammeln, damals wie heute die Aufgabe des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Ich glaube, dass wir heute Daten besser erklären müssen als vor 20 oder 30 Jahren, weil durch die Diskussion in den sozialen Medien auch häufiger Interpretationen gemacht werden, die nicht zutreffend sind. Viele dieser Daten, wie etwa die Bevölkerungsentwicklung, sind wichtige Grundlage für politisches Handeln. Heute machte sich der Bundeskanzler ein Bild vor Ort. Demokratie lebt davon, dass wir wissen, wie ist es denn nun wirklich in unserem Land? Und deshalb ist es schon ein Stück Rationalität, das wir bekommen, wenn wir die Daten des Statistischen Bundesamtes haben. Das hilft dann auch gegen Fake News. 75 Jahre ist die Statistikbehörde alt. In den 50er Jahren war das Datensammeln und Verarbeiten noch richtige Handarbeit, die Lochkarte als technisches Hilfsmittel. Heute sind die Abläufe wesentlich komplexer. So durchforstet Christian Blaudow das Internet, um die Inflationsrate bestimmen zu helfen. Nicht weniger als 1 Million Artikel hat er im Blick. Also die Internetpreise, die machen rund 11% der Inflationsrate aus. Die Internetpreise sind sehr volatil und entsprechend muss man sehr viel abgreifen, um dann einen repräsentativen Preis zu erhalten. Übrigens, jeder kann auf der Seite des Statistischen Bundesamtes auch seine persönliche Inflationsrate berechnen. Die variiert stark, zum Beispiel je nachdem, was für eine Art von Heizung im Haus ist oder ob man ein Auto hat. Wenn junge Leute sich für ein freiwilliges, soziales oder ökologisches Jahr entscheiden, dann ist das für die Gesellschaft und für die Entwicklung der Jugendlichen ein echter Gewinn. Sie bekommen dafür maximal 438 Euro im Monat. Im kommenden Jahr will die Bundesregierung genau bei diesen freiwilligen Diensten sparen. Sozialverbände sind empört. Gabi Hanelt. Der Waldkindergarten in Bonn. Ein Paradies für die Kleinen und eine wichtige Erfahrung für Verena Pupp. Die 17-Jährige leistet hier ihr FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr. Vor 11 Monaten entschied sie sich für diesen Schritt. Sie fände es nicht gut, wenn künftig Geld gekürzt würde. Wir haben ja als junge Generation sowieso schon voll viel verpasst durch Corona. Viele Praktika sind ins Wasser gefallen. Das war jetzt auch meine allererste Erfahrung im Arbeitsleben. Und ich finde das einfach schade, dass man da nicht mehr gefördert wird, weil das auch total wichtig ist für die Charakterbildung. Fast 100.000 junge Menschen leisten in Deutschland Freiwilligendienst in Kitas, Schulen oder Altenheimen. Sozialverbände warnen, wenn hier 113 Millionen Euro eingespart werden müssten, fiele künftig jede 4. Stelle weg. Hinzu kommt: Freiwilligendienste helfen uns ganz akut bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels. Denn jeder 2. Freiwillige geht mal bei uns in die Ausbildung oder macht ein Studium im sozialen Bereich. Und das ist wirklich ein Pfund. Hunderttausende haben eine Petition unterschrieben, in der sie die Rücknahme der Kürzungen fordern. Die zuständige Bundesfamilienministerin äußert sich nur schriftlich. Auch für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gelten daher strikte Sparvorgaben. Die Spielräume verengen sich dadurch deutlich.
Verena Pupp hat durch das soziale Engagement ihren Berufswunsch gefunden. Sie möchte Försterin werden. Die Idee war so einfach wie genial. Warum nicht sowas wie die Maschinenhalle der Zeche Zollern für Kultur nutzen? Schließlich gibt's im Ruhrgebiet reichlich davon. Also wurde vor 21 Jahren die Ruhrtriennale ins Leben gerufen. Jetzt ist es wieder soweit. Bis zum 23. September glänzt das Ruhrgebiet mit Schauspiel, Tanz und Musik aus der ganzen Welt. Kerstin Edinger war da. Auch dieses ungewöhnliche Projekt namens Skatepark ist bei der diesjährigen Ruhrtriennale dabei. Straßenflair in der Jahrhunderthalle in Bochum. Die Choreografin Mette Ingwertsen hat das Stück mit belgischen Jugendlichen zusammen entwickelt. Als Skaterin, die auf öffentlichen Plätzen skatet, ist es komisch, sich plötzlich auf einer Bühne wiederzufinden. Das ist Wahnsinn, die Möglichkeit zu bekommen, hier aufzutreten. Ich bin sehr froh darüber. Die Ruhrtriennale verbindet Hochkultur mit urbaner Kunst. Gespielt wird in den ehemaligen Industriestädten des Ruhrgebiets. 34 internationale Inszenierungen spannen einen breiten Bogen. Von Oper, Schauspiel, Tanz, Performance bis hin zu Lesungen und Konzerten. Natürlich kann ein großes Kultur- und Kunstfestival in so einer Region eben auch die unterschiedlichsten Publikumsgruppen zusammenbringen und Leute auch neugierig machen auf etwas, womit sie sich vielleicht noch gar nicht beschäftigt haben. Eröffnet wurde das Festival mit Shakespeares Sommernachtstraum, inszeniert von der Intendantin persönlich. Ein Spiel zwischen Traum und Wirklichkeit, mit Figuren, die Halt im Leben suchen, sich nach Liebe sehnen. Ich flehe dich an. Und das bekomme ich, wenn ich das tue. Eine Kirche in Duisburg wird in eine begehbare Installation verwandelt. Kunst an ungewöhnlichen Orten, auch dafür steht die Ruhrtriennale, die bis Ende September noch zu sehen sein wird. Tja, aber jetzt erstmal Fußball-WM, Rudi, die ist immer wieder für Überraschungen gut. Genau, jetzt im Viertelfinale gerade passiert. Spanien und Schweden haben als erste Teams das Halbfinale bei der Frauenfußball-WM erreicht. Spanien siegte im Viertelfinale gegen die Niederlande mit 2:1. Schweden setzte sich überraschend gegen Ex-Weltmeister Japan ebenfalls mit 2:1 durch. Kein Trost trocknet ihre Tränen. Mitfavorit Japan ist raus aus dem Turnier und damit der letzte frühere WM-Titelträger. Die Schwedinnen taktisch geschickt, dazu mit dem nötigen Glück, als Edelstedt der Ball vor die Füße fällt, die Führung nach einer guten halben Stunde. Einem klaren Handspiel folgt das 2:0 für die Skandinavierinnen. Angeldal nervenstark und platziert. Zu platziert auf der Gegenseite der Foul-Elfmeter für Japan. Ueki vergibt. In der Schlussviertelstunde bringt eine ständige Belagerung des schwedischen Tores nur noch den Anschlusstreffer durch Hayashi, mehr aber nicht. Überglückliche Schwedinnen zum 5. Mal in einem WM-Halbfinale, Gegner am Dienstag Spanien. Zusammenfassungen von allen Spielen dieser WM finden Sie wie immer bei uns in der ZDF-Heute-App. Mit 4 Spielen beginnt heute die erste Runde des DFB-Pokals. Alle träumen natürlich vom Finale in Berlin Ende Mai. Heute Abend bei uns in Sportstudio Live Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04, beide aus der zweiten Liga. Jochen Breyer in Braunschweig, was für einen Pokalabend dürfen wir erwarten? Einen sehr lauten. Das steht schon mal fest. Die Fans von Eintracht Braunschweig, sie sind berüchtigt für ihren Geräuschpegel. Sie haben sich heute Mittag schon in der Innenstadt getroffen. 25.000 werden heute hier sein. Und was das ausmachen kann, das haben wir letztes Jahr in der ersten Pokalrunde gesehen. Da kam ein Bundesligist, Hertha BSC, und ist nach einem spektakulären 4:4 am Ende im Elfmeterschießen ausgeschieden. Und es war die Hölle los hier im Stadion. Auf genau so einen Abend hoffen wir auch heute. Der Gegner heißt Schalke 04. Schalke ist auf dem Papier natürlich der Favorit. Aber Schalke tritt nicht nur gegen die Braunschweiger Mannschaft an, sondern eben auch gegen die Kulisse. Und das kann sehr, sehr spannend werden. Wir melden uns um 20.15 Uhr wieder hier aus Braunschweig. Alles klar, Jochen. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir einen heißen Pokalabend. Der Hickhack um den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München scheint noch heute ein Ende zu nehmen. Der Stürmer von Tottenham soll in München gelandet sein und noch heute einen Medizincheck absolvieren. Sein bisheriger Coach erklärte vor dem Saisonauftakt in England, dass er nicht mehr mit ihm plane. Bayerns Trainer Thomas Tuchel wollte heute noch nicht auf den Millionenwechsel eingehen. Das war's. Dankeschön. Gerne. Wir bleiben aber noch ein bisschen beim Spitzensport. Es geht um einen neuen Geschwindigkeitsrekord.
mit einem Bobbycar. Was wie ein normales Bobbycar aussieht, ist eine echte Rennsemmel mit Elektromotor und Hightech unter der Haube. Der Student Marcel Paul fährt das Bobbycar im Liegen und erreicht damit auf dem Hockenheimring über 148 Kilometer pro Stunde. Das ist neuer Rekord. Der Gummiverschleiß bei den Bremsen ist übrigens hoch, denn gebremst wird klassisch Bobbycar-mäßig mit den Füßen. Das Sommerwetter heute ist leider nur von kurzer Dauer. Das Wochenende wird zwar warm, aber sehr wechselhaft. Mehr hat gleich Katja Hornefer. Marietta Slomka begrüßt Sie im Heute-Journal in der Halbzeitpause um 21.35 Uhr. Und wir wünschen Ihnen ein richtig schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Es hat zwar keinen Namen, aber es hat es in sich. Nämlich Regenschauer und Gewitter bringt dieses Tief mit, das morgen an der Westgrenze Deutschlands weiter bis nach Dänemark zieht. Das mit den Schauern und kurzen Gewittern geht schon heute Nacht los. Im Osten ist es dagegen klar. Dort wird es auch am kühlsten. Da sinken die Nachttemperaturen auf 16 bis 12 Grad, während es im Westen schon deutlich lauer bleibt bei 19 bis 16 Grad. Und morgen erwarten uns doch fast überall Sommertemperaturen. Zwischen 25 Grad in der Lüneburger Heide und 31 Grad im Breisgau. Nur ganz im Norden und ganz im Westen bleibt es etwas kühler. Am längsten freundlich ist es morgen hier in Berlin-Brandenburg, in Sachsen, in Bayern und auch am Alpenrand. Sonst gibt es viele Regenschauer und Gewitter. Und diese Gewitter können auch Unwetterpotenzial haben. Das sind Gewitter, die mit Hagel, Platzregen und Sturmböen verbunden sind. Solche Gewitter gibt es am Sonntag auch, wahrscheinlich vor allen Dingen in Baden-Württemberg und später auch in Bayern. Freundlicher sieht es aus von der Ostseeküste bis zur Mosel. Da werden Sie häufig die Sonne zu Gesicht bekommen. An der Nordsee gibt es einige Regenschauer. Und ähnlich wechselhaft geht es dann noch Anfang der kommenden Woche weiter. Guten Abend.